Wenn man die Worte Tradition und Derby mischt, dann kommt das hier heute dabei raus. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Sport direkt vom Alten Postweg in Harburg zu einer ganz besonderen Partie. Und für die haben wir uns einen echten Fachmann geholt. Herzlich willkommen, Ingo Bruselow. Hallo. Liebe Fans, hallo Martin, schön hier zu sein. Super, Ingo, ich habe gerade schon gesagt, Tradition, Alter Postweg, vielleicht kannst du uns ein paar Geschichten erzählen von diesem Platz hier. Ja, wer die Tradition oder die Geschichte des Sportplatzes kennt, der weiß, dass hier ein Oskar Ogger Lewandowski, ein deutscher Nationalspieler, mal in Bostelberg groß geworden ist. Ein Lothar Dittmar, ein ehemaliger Profi, Fußballer des HSV bei Normannia Harburg, hier seine ersten Gehversuche gemacht hat. Und ich selbst persönlich hier vor mehreren tausend Zuschauern den Harburg-Pokal gewonnen habe im Endspiel auf dem Grandplatz. Das hat hier Tradition für mich, glaube ich, und für viele Harburger ist das einfach die Kultstätte, der ehrwürdige Postweg. Da geht kein Weg dran vorbei. Und das Zweite, ich habe es gerade schon gesagt, Ingo, wir haben heute ein Derby in der Bezirksliga Süd. Was für ein Spiel erwartet uns heute hier? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind zwei Mannschaften, die ja letztes Jahr fast aneinander noch vorbeigegangen wären. Neuland ist durch den Quotienten aufgestiegen als Tabellenzweiter. Harburg-Türk hat sich im letzten Spiel gerettet vor dem Abstieg. Und jetzt spielen beide Mannschaften nach 13 Spielen mit 8 Siegen. Beide haben 32 Tore geschossen, spielen einen wirklich tollen Fußball, haben überhaupt keine Skandale. Es gibt nicht viele Mannschaften in Harburg, wo das alles so gut läuft. Die haben ein tolles Umfeld, die haben tolle Präsidenten, sie haben rundherum tolle Trainer, verrückte Trainer, genauso wie ich einer war. Und ich glaube, das wird hier heute ein Spektakel werden. Ich würde es mir für alle wünschen, möchte mich bei dir und bei Sport direkt bedanken und bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude und Jörn Stolle, dass wir dieses Event hier in der Bezirksliga erleben dürfen. Und das ist für uns eine ganz große Nummer. Vielen Dank. Prima, Ingo. Dann sehen wir dich in der Halbzeitpause nochmal. Da gibt es ein ganz tolles Expertengespräch. Bis dahin vielen, vielen Dank. Und dann schnallen Sie sich an, liebe Zuschauer. Präsentiert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der TSV Neuland gegen den Harburger Türksport. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Es geht los, liebe Zuschauer, das ist der TSV Neuland in den schwarzen Trikots und wir schwenken einmal rüber und zeigen Ihnen die Gäste. Der Harburger Türksport auf Tabellenplatz 2 in den roten Trikots, auch hier nochmal die letzten Worte vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Jonathan Spindler und wir gehen rein in dieses Match hier am alten Postweg und schauen auf die ersten Aktionen. Einwurf, Neuland. Und bei diesem Zweikampf hier zeigt der Linienrichter jetzt das Foul an. Also Freistoß an der 16-Meter-Grenze und auf diesen Freistoß müssen wir schauen. González steht da. González, Toban in der Mitte. Und dann steht es 1:0 ganz, ganz früh hier in diesem Derby. Schauen Sie auf die Wiederholung. Perfekter Laufweg auf den kurzen Pfosten und der Ball schlägt ein hinten am langen Pfosten. Sehr schöner Treffer hier von Mamadou Kandé. Also siebte Spielminute, siebtes Saisontor mittlerweile schon für Mamadou Kandé hier in dieser Liga. So, weiter geht's und es geht wieder über González, wieder für den TSV Neuland. Und jetzt Achtung! Und Spindler zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter für den Gastgeber. Schauen wir auf die Wiederholung. Ja, alles richtig. Der Fuß bleibt da stehen. Und dann gibt es das Duell hier. González Toba gegen Berat Kapala im Tor vom HTS. González. Und er ist nicht perfekt platziert, aber hoch. Deswegen nichts zu halten für den Keeper. Und dann, jetzt kommt der Name in voller Länge. Also Jefferson González Toba. Wunderschöner Name. 12. Spielminute. Der TSV Neuland erhöht hier in diesem Derby. Kopfschütteln an der Seite vom HTS und die ersten Diskussionen auf dem Spielfeld. Ja, diesen Start haben sie sich so nicht vorgestellt.
Und auch in der nächsten Szene, der HTS noch nicht richtig wach. Achtung, Kappala, was für ein Bock. Queta, und der packt die Hacke aus. Und González Toba, und wieder ist einer dazwischen. Riesenchancen hier für den TSV Neuland, hier schon fast den Sack zuzumachen. Erste Szene für die Gäste. Freistoß kommt von Akiol. Jetzt vielleicht mal per Standard Akiol, und ganz hinten ist dann Keeper Ingvars da. Mit der Faust entschärft die Situation hier. Dann gab es ein bisschen mehr von den Gästen. Über rechts kommt jetzt Nikumana. Achtung, Nikumana, der lässt sich nicht abschütteln. Und dann kommt die Grätsche, und dann zeigt Spindler wieder auf den Punkt. Nächster Elfmeter in diesem Spiel, diesmal für die Gäste, für den HTS. Auch da schauen wir auf die Wiederholung. Wenn man den Spieler im 16er dann so von hinten angeht, dann nimmt man wohl den Elfmeter in Kauf. Und diese Entscheidung ist absolut richtig. Also das Duell heißt jetzt Jane gegen Ingvars, und schöner Treffer. Anschlusstreffer vom HTS in diesem Spiel. Ingvars zeigt die Ecke an, und Jane, ja, der schießt dann auch dahin in die Ecke. Also Anschlusstreffer vom HTS. Melden sich an hier in dieser Partie. Dritter Saisontreffer für Abdulli Jane in dieser aktuellen Spielzeit. Und wir sehen Neulandstrainer Zalfic sofort mit der Fehleranalyse, genau. So darfst du ihn nicht vorbeilaufen lassen, da hinten am 16er. Es gibt die nächste Aktion für die Gäste. Achtung, Bigirimana mit der Kopfballverlängerung. Und dann kommt Nikumana. Und Nikumana, Ingvars ist da. Und jetzt, der Ball ist immer noch im Spiel. Achtung, Birigimana! Riesenchance hier für den HTS zum Ausgleichstreffer. Aber es kommt nochmal eine. Und wieder kommt sie über rechts. Achtung, es zündet hier der Turbo von Nikumana. Und der geht durch bis zur Grundlinie. Und wieder kommt er durch. Und kommt der Querpass, er kommt. Er kommt aber nicht richtig, weil kein Mitspieler da war. Ja, da war mehr drin, Ali Nikumana. Gute Chance hier für den HTS. So, die Zuschauer schauen nochmal auf die Tabelle. Da könnte heute Bewegung reinkommen, wenn der TSV Neuland diese Partie für sich entscheidet. Das war hier zumindest mal Halbzeit 1, liebe Zuschauer. Drei Tore, Neuland führt. Und wir geben ab zu Ingo Bruselow. Wie versprochen gibt es jetzt das Expertengespräch in der Halbzeitpause. Viel Spaß, und wir melden uns gleich wieder zurück. Ja, liebe Zuschauer, ich fand, das war eine richtig erste tolle Viertelstunde. Ein gutes Kampfspiel. Ich darf euch vorstellen, Hoddle Meyer, Horst Meyer kennt ihr alle vom TSV Neuland, Mr. Neuland, Präsident und gefühlt seit Ewigkeiten im Verein. Ja, nee, Ball muss man hochhalten, und mein Freund Ismael Turan, Easy, was du für den Verein leistest, glaube ich, muss ich keinem erzählen. Einfach großartig. Hoddle, erste Halbzeit ging los wie, ja, wie Schmitz Katze. Wie ist dein Fazit so, den ersten 45 Minuten? Ja, der Spielstand ist meines Erachtens gerecht. Wir haben es leider versäumt, Harburg Türksport nicht wieder ins Spiel zu holen nach dem 2-0. Leider Gottes haben wir einen unnötigen Elfmeter bekommen, der aus meiner Sicht klar zu verhindern war und im Vorwege schon zu klären war. Es ist, wie es ist. Wir müssen damit arbeiten, und wir werden uns sicherlich an Harburg Türksport noch abarbeiten, dieses Spiel. Das ist noch nicht entschieden. Das wollen wir alle hoffen. Ja. Easy. Okay. Ja, was hast du zur ersten Halbzeit? Ja, wir sind ja gar nicht zum Spiel gekommen. Am Anfang haben gleich auch die Tore kassiert, sag mal. Eins im Standardsituation hat fehlen unserem Kapitän, ist doch so, der verletzt nicht dabei ist. Aber trotzdem haben wir dann nach dem 2-0 noch eben den Elfmeter bekommen, auch zu Recht, und sind im Spiel. Aber das Spiel ist von uns sehr zerfahren, und wir können uns keine Chancen richtig erarbeiten. Neuland steht hinten gut bis jetzt, und hoffen, dass wir natürlich auch die Räume dann zweite Halbzeit kriegen, damit wir dann noch erst den Ausgleich schaffen und dann hoffentlich auch den Sieg. Also wir tauschen uns ja regelmäßig aus, und ich weiß ja, du stehst ja total im Leben, auch mit deinem Verein. Letztes Jahr mit 23 Punkten so gerade noch von der Schippe gesprungen. Jetzt habt ihr 26 Punkte nach 13 Spielen. Ihr habt 32 Tore gemacht, ihr habt 8-mal gewonnen. Ich weiß ja, man kann nie schnell genug nach oben, aber
Step by Step, oder? Ja, also das hat sich ja bei uns alles eigentlich ja während der Vorbereitungsphase herauskristallisiert. Die Spieler, die dazugekommen sind, hatten wir eigentlich gar nicht in der Planung gehabt. Wir haben eigentlich, wie du sagst, letztes Jahr an Tordifferenz sind wir noch in der Bezirksliga geblieben, Gott sei Dank. Und dieses Jahr hat sich das ganze Verein, der Vorstand, der Trainer, und die Spieler, die wir dann geholt haben, die dann auch zur Türkspor gekommen sind, hat sich bis jetzt eigentlich richtig gut etabliert und sieht man die Tabelle. Wir sind jetzt Dritter sozusagen, aber wir sind mit der Saison sehr zufrieden. Es ist eine junge Mannschaft, die zusammengekommen ist und hoffen, dass wir dann damit auch die nächsten Jahre damit gut fahren. Und es sind ja auch aus der A-Jugend Spieler dazugekommen, die sich auch wirklich teils gleich auch etabliert haben in die Mannschaft. Und darüber sind wir sehr glücklich. Super. Hoddle, du hast das Schlusswort. Letztes Jahr haben wir beide gesprochen, Platz 1 bis 8 hast du gesagt, ist realistisch, 8-mal gewonnen, auch 32 Tore gemacht, spielt einen tollen Offensivfußball, habt eine richtig gute Entwicklung. Wie geht's bei euch oder wie sind die Planungen? Nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum wäre natürlich ein Traum, wenn man da... Ja, Ingo, du greifst schon wieder voraus. Du sprichst ja jede Woche mich drauf an, auf den Tabellenstand und wir bleiben bei unseren Zielen, die wir uns gesteckt haben, natürlich. Natürlich haben wir das Jubiläum und das wäre eine tolle Sache, aber soweit denke ich überhaupt nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel und sind froh mit dem bisher Erreichten und es ist alles gut. Wir sind auf dem Schiff der Glücklichkeit im Moment. Super, liebe Freunde. Dann bedanke ich mich und gebe dann zurück in die Sendeanstalt, so wie es schön heißt. Genau. Vielen Dank. Wir bedanken uns. Danke. Ja, vielen Dank an Ingo Bruselow und seine Gäste. Tolles Gespräch hier in der Halbzeitpause und wir gehen wieder rein hier in die Partie. Zweiter Durchgang und schauen mal, welche Highlights wir für Sie haben. Freistoß von den Gästen vom HTS auf der linken Seite und der Ball kommt direkt auf Ingvars, aber der ist zur Stelle. Sichere Beute hier für den Keeper vom TSV Neuland. Nächste Szene, Einwurf von Yavuz Ince auf Kasami. Und Kasami spielt ihn wieder auf Ince und Ince die Flanke, aber diesmal pflückt ihn wieder Ingvars vom Himmel. Also keine gefährlichen Aktionen, vielleicht diese jetzt vom TSV Neuland. Löfke, Freistoß und der Ball bleibt beim TSV Neuland und die können sich über rechts durchkombinieren. Achtung, jetzt der Ball in die Mitte, der Abwehrversuch scheitert und dann steht es 3-1. 85. Minute, spät in dieser Partie. Und da fehlt es an Zuordnung da hinten drin. Und dann hat einer die Übersicht und nagelt das Ding ins Tor. Attila Ülker, der TSV Neuland, erhöht 3-1. Ist das hier die Vorentscheidung in diesem Derby? Nicht ganz. Schauen Sie mal, 30 Meter. Und da kommt der Anschlusstreffer. Nochmal in diesem Spiel. 90. Spielminute. Und hören Sie auf den Torwart. Erst schlägt der Ball unten ein. Und dann Ingvars. Genau, ich hab's ja gesagt. Eine Zwei-Mann-Mauer, die war nicht vorhanden. Und deswegen Mehmet Öztürk in der 90. Minute spät in dieser Partie. Aber es kam nochmal der Anschlusstreffer vom HTS. Und die sollten tatsächlich mal noch eine Chance bekommen. Achtung, Christian Nkuti! Ganz gefährlich noch zum Abschluss hier. Ingvars wäre wohl zur Stalle gewesen. Der Ball übers Tor. Das war die letzte Aktion. Disco-Licht an hier. Wir haben einen Derby-Sieger und er heißt TSV Neuland. Herzlichen Glückwunsch, springen hoch auf Tabellenplatz 2 und wir springen rüber jetzt zu den Interviews. So, der Trainer vom Harburger Türksport ist bei mir, Ono Bodo. Ja, richtig enge Kiste hier. Wie fällt dein Fazit aus zum Spiel? Ja, unglückliche Niederlage. Wir starten sehr schlecht in das Spiel, kassieren innerhalb von den ersten 10 Minuten gleich 2 unglückliche Gegentore. Elfmeter, ganz klar der Abwehrbock dort. Kommen dann schlecht ins Spiel, weil durch die 2-0-Niederlage oder den Rückstand wird das Spiel für uns auch immens schwer. Wachen erst sozusagen in der zweiten Halbzeit so richtig auf. Da fängt dann an, so richtig unser Spiel sozusagen zur Erscheinung zu kommen. Aber dann letztendlich auch gut verteidigt von Neuland, die das gut gemacht haben in der zweiten Halbzeit, eher auf Konter gesetzt haben. Und da kam es einfach zu spät von uns. Ono, speziell in der ersten Halbzeit haben wir eure Bank immer wieder lautstark gehört, immer wieder Coaching. Was hat euch speziell in der ersten Halbzeit nicht gefallen? Also wie gesagt, allgemein der Auftritt. Das war nicht meine Mannschaft, so wie ich sie kenne. Wir spielen eigentlich einen ganz anderen Fußball. Wir spielen eigentlich sehr überragend, sehr starken Fußball. Das zeigt auch die Tabelle eigentlich wieder.
Aber heute haben wir uns unglücklich, also wir haben uns wirklich sehr schwer getan. Wir sind nicht zu unserem Spiel gekommen und das hat einfach so ein bisschen auch die Stimmung aufgeheizt, sage ich mal. Und dadurch auch die gesamte Unruhe. Also auch im Spiel, meine Spieler hast du ja auch gemerkt, die waren total unruhig. Das waren auch Themen, die wir in der anderen Halbzeit angesprochen haben, aber leider nicht zu unserem Glück gedreht. Abschlussfrage, Ono. Und es geht nächste Woche gegen Harburger TB. Pflichtsieg, wenn man oben dran bleiben möchte? Also wenn wir wirklich oben dran bleiben wollen, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir haben letzte Saison ganz knapp den Abstieg irgendwie noch, wir haben es verhindert sozusagen. HTB sehr stark in Form gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heute gespielt haben, aber davor die letzten zwei Spiele gewonnen. Es ist ein Derby. Pokal haben wir deutlich HTB schlagen können. Jetzt muss man gucken. Also ich werde die Jungs auf jeden Fall aufheizen, dass wir nächste Woche zu Hause die 3 Punkte an der Berderstraße behalten. Dann dafür ganz viel Glück und danke fürs Interview. Dankeschön, ja. Vielen Dank. Ja, Dani, Glückwunsch. Derby-Sieger habe ich eben ganz laut gehört. Tabellenzweiter als Aufsteiger. Dein Fazit heute zum Spiel? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, wir haben eine gute Partie gemacht, sind richtig gut ins Spiel gekommen. Und wie wir das leider in den letzten Spielen gemacht haben, laden wir den Fehler, laden wir den Gegner durch individuelle Fehler, immer ein Mann ins Spiel zurückzukommen. War halt ein starker Gegner auch, war Tabellenzweiter. Wir haben versucht, uns dann in der zweiten Halbzeit nochmal kämpferisch reinzubringen, haben dann das dritte Tor geschafft und dann wieder bei einer Standardsituation etwas geschlafen, haben sie nochmal rankommen lassen. Aber am Ende sind wir super glücklich, verdienter Sieg. Neunter Sieg für einen Aufsteiger in der Staffel, finde ich sensationell gut. Nächste Woche habt ihr in Süderelbe 2 das nächste Topspiel für euch. Wieder eine schwere Aufgabe. Du bist jetzt 37 Jahre jung, bist Papa geworden, nächstes Jahr nochmal Landesliga. Och, da wir schauen erstmal Spiel für Spiel. Wie du sagst, wir sind Aufsteiger, wir sind mit keiner Ambition in die Saison gestartet. Spielen eine tolle Serie für uns und deshalb nehmen wir das mit. Spiel für Spiel, du hast selber gesagt, die Staffel ist hochinteressant. In 2-3 Spieltagen kannst du wieder oben rankommen oder nach unten geschoben werden. Deshalb, wir schauen Spiel für Spiel, haben Bock auf nächste Woche, haben Bock auf den Gegner und auch Bock auf die Liga. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, die Bedingungen hier beim Training und sind ja eine Katastrophe. Bei 3 Flutlichtmasten, die ihr habt, um da ganz vorne mitzuspielen, muss man natürlich auch vernünftig trainieren. Ne? Was meinst du, ändert sich hier irgendwas auf Dauer? Ja, also das mit dem Flutlicht, das ist ja erst, glaube ich, erst war nur diese Woche. Ja. Davor lief alles reibungslos, wir trainieren super, wir sind viel Mann. 3-mal die Woche, wir haben Spaß, wir haben Bock, das ist das Wichtigste. Super, ich glaube, es war eine gute Unterhaltung heute, 5 Tore, gute Stimmung. Ich wünsche dir alles Gute und der Mannschaft. Spiel. Vielen Dank für das Interview. Dank. Klasse Spiel, klasse Aktion hier, ja. Wir freuen uns. Super, danke. Danke. So, wir kommen zum Schluss hier am alten Postweg. Ingo, du als alter Platzhirsch hast uns gesagt, es wird ein Spektakel. Es war ein Spektakel, 3-2 für Neuland. Hast du so erwartet? Ja, eigentlich habe ich ja 7 Tore getippt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach der ersten Viertelstunde und den letzten 10 Minuten, da wurde ja alles geboten, was wir uns gewünscht hatten. Zwischendurch war doch viel Leerlauf. Der Trainer von HTS hat ja eben gesagt, er hat alles angesagt vorher, hat nicht verstanden, warum seine Elf 15 Freistöße aus dem Halbfeld auf die kopfballstarken Leute spielt. Trotz allem spielen beide Mannschaften, glaube ich, für eine Bezirksliga wirklich guten Fußball, attraktiven Fußball. Ist nicht so einfach hier, es war sehr glatt, wir haben das beide beobachten können. Und in Summe für das erste Sport-Direkt-Bezirksligaspiel, glaube ich, war das eine sehr gelungene Aktion. Ich habe es genossen mit euch, sage nochmal vielen Dank. Ich bedanke mich bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude und Jörn Stolle, bei dir Martin. Und, ja. Auch wir bedanken uns bei der Gastfreundlichkeit. Wir bedanken uns bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Ingo hat es gerade angesprochen, für dieses Sponsoring. Die haben diese Zusammenfassung hier möglich gemacht. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauer, und sagen Tschüss, bleiben Sie sportlich. Bis zum nächsten Mal.